Hallo Leute, herzlich willkommen zur 9. Folge des South Park. Und bei der letzten Folge haben wir die Mikroaggression herausgefunden. Und jetzt muss ich hier einfach weiterspielen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Gehen wir einfach in City Work da. Wir brauchen ja immer noch den Käse. Warum habe ich bloß Ja gesagt? Okay, Bestellung jetzt schnell, bitte. Okay, bye bye. Kann ich. Zu viel zu tun machen, Shitty Chicken. Andermal wiederkommen. Okay. Hier essen oder mitnehmen? Ich denke, mitnehmen besser. Danke für Bestellung. Shitty Wok, danke für Einkauf. Kaufst du? Binde, Schieds, Dach. Was? Was? Warte. Das will ich jetzt nochmal nachgucken. Was? Binde, Skitas, Dachgereifte Käse. Oh, Whisky. Boah, ich geh. Oh, Leute, wir haben Wirtschaft gehabt. Da habe ich. Oh, du hast ein Ding. Und da habe ich immer Mario. Da habe ich einfach Mario gespielt. Und da ist er bei Mario mit dem Pfeiltasten. Ne? Und jetzt bin ich voll auf dem Pfeiltasten, ne? Aber. Ist ja nicht auf dem Pfeiltasten, ne? Okay. Und dann denke ich mir so, hä, warum geht der nicht? Und dann geht halt nicht, weil, ja, du wirst Bescheid. Dein Kumpel Kyle hilft dir, hochgelegene Stellen wie ein Dach zu erreichen. Du musst ihn nur rufen. Audiobox, Alter. Ja, dann gehe ich aber hoch. Überstimmung. Hey, Viertklässler, komm, spiel mit uns Großen! Wo willst du hin, Pussy? Was ne Pussy? Ah! Oh, jetzt muss ich die Felge. Ja, aber das ist echt. Essen ist serviert! Ihr seid das Essen! Jetzt setzt's was! Hier können wir leider noch. Oh, halt der kleine Viertklässler jetzt! Mikroaggression! Schlag ihn! Das ist geil. Ah! Wie schwer macht es? So, lässt was tun. Moskito auf Blutjagd! Frissen und weg! Du solltest dein Mundrohrdings ab und zu echt mal desinfizieren! Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken! Ja, ja. Lass dich da von deinem Freund massieren! Ich bin jetzt dran! Die Pflicht ruft! Er ist down? Ja, die haben überhaupt keine Chance! Viertklässler versohlen, geile Sache! Nicht gucken, ihr Schwachteln! Braucht jemand eine Faust in die Fresse? Mega-Faust, Pacharoo! Ja, Treffer reicht für einen Homerun! Das packst du schon! Oh, der ist auch dann tot. Sehr gut, von der Arsch! Der ist auch tot. Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm! Mückenstich! Au! Gute Arbeit! Ich gehe nur mal eben kotzen. Ja, ja. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Ohne zu zucken, Respekt. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Ja, lach nur, der Letzte, der das bei mir versucht hat, ist tot. Mach Platz für Diabetes. Ja! Die Schocken prallen einfach an dir ab. Oh. Ja. Gefällt dir das, Viertklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Ich bin dran. Okay, zack, ja. Den haben wir auch tot. Deine Schläge sorgen für kleine Blutlachen unter ihrer Haut, Super Craig. Perfekt zum Trinken. Sorge, wenn ich nicht so viel rede, aber ich muss mich halt auch ein bisschen konzentrieren in dem Spiel. Auch wenn man es nicht glauben mag. Mach die fertig, Wunderarsch! Oh, die sind ja fast down, die Sektklasse. Macht euch bereit für mein nervtötendes Summen! Das ist down, Alter. Sehr befriedigend! Das habe ich kaum gesehen. Ah, die sind alle scheiße. Diabetes mischt wieder mit! Ultimative Dings 3. Ja.
Ich habe hier einen Screenshot gemacht. Ihr habt verloren! Easy. Du hast gewonnen, Sieg. Zack mit Hundescheiße, finde ich immer gut. Ja, das war easy. Oh Mann, das ist ein bisschen müde. Oh, ups. Ja. So, jetzt können wir das auch machen. Dann mal los! Scheiße. Du darf nicht so schnell. Bereit? Wow, wow! Boah, krasse Scheiße! Als ich das letzte Mal so high war, hatte ich Sex mit einem großen schwarzen Strandtuch. Cool. Wuhu! Simon, was machst du hier oben? Cool. Mach's genau so, wie ich's dir gezeigt hab. Oh Gott. Wie hat das mir denn gezeigt? Ich sehe unser Haus von hier. Warum nicht? Ich bin sowieso hier. Ah, hab ich doch schon. Wie kommen wir jetzt hier runter? Wieder? Wir sind echt weit oben. Ja, schon. Ah, hier. Wie machen die das nur? Das hast du wirklich drauf. Ciao, bis dann. Das ist die Frage, die sich jeder Mensch, der das sieht, stellt. Leute, das müsst ihr immer bedenken. Hi, ich hab den Ohrwurm in der Schule. Und das kann ich nicht mehr loswerden. Ja. Schneller gehen. Ach, da ist was überhaupt noch, da glänzt was. Komm. Das auch kriegen. Ah, wie kann ich denn zu 14? Ah ja. Willst du hier eine Wurst absetzen? Keiner juckt, ob das Auto so kaputt ist oder so, aber gut. Okay, war doch nicht so interessant, wie ich gedacht habe. Girls. Peppermint Hippo. Oh, das ist noch ein Schnellreissystem. Ich finde euch schon noch, Miezis. Oh, wir müssen ja außen rum gehen. Oh, bis gleich, Leute. Okay, Leute. Oh, da sind wir schon. Los, nur keine Hemmungen. Was passiert jetzt mit uns? Zeit für eingeschaltet. Pause. Die Zeit für das. So. Boah, ist ja sexy. Können wir ja Leute zerprügeln. Ah, neuer. Wie ich sehe, willst du helfen, Classys Mitarbeit sicherzustellen. Bitte, nach dir. Hallo, wir brauchen Medizin für eine Freundin. Juckt ihr nicht? Oh, will eure Freundin ein energetisierendes mentales Gefühl oder ein Ganzkörper-Hai? Keine Ahnung. Ich schicke euch unseren Grasexperten, der kann euch helfen. Hey, wollt ihr high werden? Oh, hi Eric. Oh, Trauli, dachte du wärst auf Entziehungskur. War ich und jetzt bin ich wieder in South Park. Clean und nüchtern seit einem Jahr.
Clean und nüchtern, ganz ohne Drogen. Und weißt du, ich vermisse nichts. Und du arbeitest in einem Grasladen? Cannabis, Eric, und ja, das ist super. Ich werde jetzt high davon, dass ich Leute von ihren Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Migräne und Stress heile, ganz natürlich. Wusstest du, dass schon die alten Chinesen ihren Kindern zum Zahnen Cannabis gaben? Ich habe eine süchtig machende Persönlichkeit, also geht's mir auch ohne gut. Und ich habe jetzt ein Kind zusammen mit der Lady. Da bleibe ich lieber auf dem rechten Weg, verstehst du? Du hast ein Kind, so. Stellt sich heraus, dass ich die ganze Zeit eins hatte, aber zu high war, um es zu merken. Aber jetzt habe ich einen Job und bezahle meine Miete. Und tu Gutes, indem ich den Leuten helfe. Die brauchen pflanzliche Heilmittel. Vielleicht auch nicht. Für den ganzen modernen Stress mit Job, Steuern und Verkehr. Und mit der Alten, die mir wegen der Scheißwohnung im Nacken sitzt. Und Meckertauli, das Klo ist kaputt. Und warum kannst du das nicht reparieren? Bin ich vielleicht Klempner? Bitch, ich bin ein Handtuch und kein verdammter Klempner! Okay, wir wollen für eine Freundin Medizin abholen. Sie heißt Classy. Oh, Classy, Classy mit einem Y, aus dem eine Klitoris hängt, die sich umdreht und wie wild das C leckt. Nein, nein, Classy mit einem Schwanz, der am C hängt und das L aus dem ASS fickt. Oh, die Classy, klar, ich habe ihre Bestellung. Nehmen Sie, sie mag Bananakusch für ihre Rückenschmerzen und Platinum OG für... Warte, was zur... Wer hat hier Chillax-Kusch zum OG Mellow Bliss getan? Was zur Hölle, ihr Spasten? Die Leute wollen doch nicht Mellow mit Chill mischen, das fuckt sie voll ab. Gott, fuck, fuck, fuck. Fuck. Hey, Tauli, alles cool, reg dich ab. Nein, das ist nicht cool, verdammt, ich versuche hier ein ordentliches Geschäft zu führen und mein Rücken bringt mich um, ich kann nicht schlafen und hab keinen Appetit. Diese Scheißstadt ist so abgefuckt, dass wir unsere Ware von Scheiß-Sechsklässlern kaufen müssen, die keine Ahnung haben, welchen Scheiß sie da reintun. Und dann kommen auch noch ein paar kleine Schwanzlutscher in meinen Laden und sagen mir, dass ich mich abregen soll. Fickt euch, reg du dich ab, du bist ein Handtuch. Okay, das ist... Oh fuck, zu spät das Foto geworden. Graspfleger, rein hier! Verpasst diesen Kids mal eine Beratung! Okay. Easy. Vorsicht! Hier ist überall Ware! Brauchst du Feuer? Allerfeinster Handtuchspaß! Ich mag den Job, weil ich immer wieder was lerne. Und kriegt richtig aus. Zündest du meinen Vorrat an? Riecht aber gut. Gottes Lufterfrischer. Steck noch einen an. Können wir irgendwie zwei fahren? Gut, gut. Ah, fuck, Autsch. Belästigung am Arbeitsplatz. Ah, das brennt. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. Ich bin mehr Lover als Fighter. Verbreitet eure schlechten Vibes woanders. Flamme an! Coole Qualmerei, Kids. Der Verkäufer ist König! Ey, alter Kuh kriegt richtig auf die Fresse. Hör auf, die Ware abzufackeln! Aber das ist echt gutes Zeug. Wir brauchen noch mehr Rauch. Ich werde jetzt unendlich leben. Das hast du verdient, Tod, du Stück Scheiße! Hallo, ich brenne hier! Auf sie, Wunderarsch! Ja, so betreiben müsste doch eigentlich gehen, ja. Hack und ab! Hey, lass es am Handtuch aus! Von sowas war bei der Mitarbeiterschulung nicht die Rede! Ja, das brennt auch nur. Gefällt euch das, ihr bescheuerten Handtücher? Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Was ist 3? Das könnte brennen. Ah, rutsch nicht auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir weh tust. Okay. Versau das nicht, Blödsack. Bam. Alter, 8 oder 10. Ich gebe's zu, du hast Potenzial. Oh, der ist fast tot. Oh, wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Willst du was Cooles sehen? Dann besorg mir Haarspray und ein Feuerzeug. Okay, jetzt komm. Zünd es an, Wunderarsch. Das sind meine Lebensersparnisse an Gras. Oh, nee, jetzt hab ich... Oh, fuck. Ja. Egal. Ich hab nur 5 Minuten Pause, aber du darfst bei der Arbeit schlafen. Ist doch kacke. Los geht's, Furzlord. Hä, wie sollen wir den denn jetzt fertig machen?
Der hat ja unendlich Leben. Ach so. Ja, wie mache ich das jetzt? Ach so. Aha. Hm? Oh Mann, ich habe einen super fetten Fressflash. Ja, ich habe absolut keine Ahnung, wie es gehen soll. Ich könnte ewig weitermachen, weil ich ein super flauschig weiches Handtuch bin. Unsere Kräfte sind machtlos gegen das Handtuch. Verkackt. Ein verwundeter Kuhn ist der gefährlichste Kuhn. Ach, die zerstören sich dann selber, oder wie? Ja, egal. Gehen wir hier hin. Ihr habt mich echt enttäuscht, Leute. Er ist tot. Alter, er macht uns richtig, ehrlich. Vielleicht mache ich heute früher Feierabend. Er brennt halt nicht die ganze Zeit. Mit euch abzuhängen macht Laune. Überhaupt, wer hat letzte Woche mein Sandwich gestohlen? Ich hatte gehofft, dass du das Ding auch noch anzündest für eine gute Partystimmung. Ich weiß, wir sind mitten im Kampf, aber ich fühle mich extrem entspannt mit euch. Und jetzt können wir den töten, oder wie? Nee, hä? Absolut keine Ahnung, was ich mache. 4 von 4 Haufen brennen. Ja, und jetzt? Hä? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich fühle das mit jeder einzelnen Mikrofaser. Und jetzt mein bester Angriff! Mein bester Angriff! Mein... Hey Leute, wie geht's, Eric? Hä? Du bist cool, Mann. Schön, dich zu sehen. Anscheinend habe ich gewonnen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber, na gut. Wenn man gewonnen hat, hat man gewonnen. Aber beschwert man sich gar nicht, ne? Hi, das ist für Classy. Es gibt noch ein paar Haschnuggets und Granddaddy Purple Shatter aufs Haus. Komm jederzeit wieder vorbei. Sehr gut, Neuer. Bring das zu Classy. Okay. Wir sehen uns gleich wieder bei Classy. Ihr kennt's ja, Leute. Da bei der Lava. Siehst du, da ist Wunderarsch. Hast du Classys Medizin? Ich hoffe mal für dich, dass du sie hast. Es wurde auch echt langsam Zeit. Halleluja, genau das brauche ich jetzt. Wenn ich meine Medizin nicht kriege, drehe ich einfach voll am Rad. Ihr kennt das sicher. Oh, sie ist so. Hi. Okay, ist gleich viel besser. Okay, also, ihr müsst zum U-Storage gehen, habt ihr verstanden? Da sind die ganzen Katzen eingesperrt. Na also, Kuhn hier ist Blitzkrieg. Wunderarsch hat die Info von Clathy. Nicht schlecht, Neuer. Was habt ihr erfahren? Das U-Storage im Nordosten der Stadt. Da werden die Katzen hingebracht. Im U-Storage war ja klar. Okay, passt auf Clathy auf. Ich melde mich bei euch. Verstanden. Blitzfreak Ende. Sieh mal an, mein kleiner Held. Ja, bin schon so ein Held, ne? Was kann man jetzt noch machen so? Meister, alle. Haben wir noch eine Aufgabe? So ein bisschen. Sprich mit Gregan und. Okay, das können wir machen. Frage ist, wo ist das? Da. Nee. Hä? Wo ist denn das? Human Kai, du bist du. Menschenunleistiges System hier, wie geht's denn am Schnitt? Bin ich hier oben? Nee, aber nicht. Classy ist heute jeden Dollar wert.
Oh. Hey, Knirps. Du bist der Selbstjustizler aus den Nachrichten, oder? Ja. Wäre das nicht viel, was? Also, der Sergeant will sich auf dem Revier mit dir unterhalten. Sprich mit dem Sergeant. Nee, wir gehen jetzt erstmal zu Humankind, wie wir es ihm versprochen haben. Ach, Bandler. Oh, hey, hallo du. Ja, es hat sich herausgestellt, dass das mit dem Geschlecht komplizierter ist, als wir gestern besprochen haben, okay? Komm bitte in mein Büro, damit wir die Sache klären können. Okay, danke, okay. Oh, das wird ja immer besser. Wir haben immer mehr Aufgaben. Die ist 160. Leider noch ein bisschen zu viel für uns. Chaos bestraft seine Feinde! Für Chaos werden wir siegen! Oh, ich muss jetzt kämpfen. Oh, please, Alter. Ihr seid nichts gegen meine Armee! Zur Untätigkeit, verdammt! Könnt ihr euren Comic-Con-Scheiß nicht woanders abziehen? Die Schnauze. Welches Blut! Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen. Eure Kostüme sind so schrottig. Die würden sich auf jeder Comic-Con... Kann mal jemand das Blut aufwischen? Oh, die haben echt gut leben, du. Au! Wenigstens weiß ich, dass es nicht langweiliger werden kann. Kettendiabetes ist kampfbereit. Selbst bei frühen Doctor Who-Folgen sahen die Effekte besser aus. Die Schnauze. Mach sie glatt! Glatt, glatt, was auch immer. Oh, alle. Fuck. Machen wir jetzt Pause, oder? Machen wir Pause. Wir können ja da weggehen, aber ich kann nicht mehr. Was machen wir denn damit? Oh ne, fuck, Alter. Und noch einmal. Hat Wunderarsch gerade was gemacht? Ja, ich hab den fertig gemacht. Och nö. Verdammt! Ha! Ja, suboptimal. Nächstes Mal zeige ich euch, was ich vorhatte. Gute Arbeit, Junge. Ich gab mir ein bisschen Blut. Aha! Das hat gesessen. Ach nö, jetzt brennt die einer aber auf. Lauf heim zu Mama, du Schwachmat! Mikroaggression! Schlag ihn! Mikroaggression, Nico! Auf die Schnauze! Wir können nichts machen! Ich bin dran! Du kannst sie töten! Ja! Das war gut von dir! Ich folge dem Ruf des Chaos! Entropie! Wow! Easy! Also los! Jesus fuck. Jetzt werde ich mein Ding an euch reinstecken. Oh, das lag falsch. Oh, no. Gute Nacht. Sind wir fertig? Easy as fuck. Bam, Leute. Du hast gewonnen, Sieg. Herausforderung DVD für Chaos angestellt. Ja, ja, komm weiter, ich will's. Schnell weiter. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Ich hab diesen Ex-Freund, den ich jetzt hasse. Und der hat noch meinen Laptop. Boah, wenn er ihn dir nicht gibt, sag ihm, dass ich die Bullen rufe. Er heißt Tweak. Du findest ihn vermutlich im Café seiner Eltern. Gib ihm das. Hol meinen Laptop von diesem Penner zurück. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Da! Das ist ja. Na, wie laufen die Geschmackstests? Ich schmecke keinen Unterschied mehr! Bleib dran, wir suchen die perfekte Sonnenuntergangsmischung für dich. Was ist das? Rück meinen Laptop raus, du Arsch! Oh, du arbeitest also für ihn, hä? Dann sag ihm, er kann seinen Laptop wiederhaben, wenn ich mein scheiß Meerschweinchen zurückkriege! Wir haben es gekauft, als wir zusammen waren, aber Stripe gehört mir! Ich
Ich habe bezahlt und noch den Kassenzettel. Findest du es richtig, dass er Stripe behalten darf, obwohl er mir in den Rücken gefallen ist? Sag ihm das mal! Okay, muss ich jetzt hier immer hin und her laufen, oder was? Was meint Tweak von wegen Laptop? Das scheiß Meerschweinchen? Ach, na gut. Du weißt ja, wo Stripes Käfig ist. Bring ihn dem Arschloch. Wenn okay. du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Oh ja. Leute, ich bin müde. Ihr seid auch wahrscheinlich dann müde. Ich weiß nicht, wie lange ihr macht. Das ist ja egal. Leute, wir sind jetzt schon wieder bei fast 30 Minuten. Ich würde sagen, den Schuh machen wir hier noch runter. Das ist cool. Der ist sexy. Und dann wollte ich sagen, was ist hier mit dieser Folge? Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr einen. Das ist hier noch alles. Daumen nach oben geben. Also, und wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt noch abonnieren. Haut rein, Leute. Ciao.